So, und wenn man jetzt, weil du vom Talentfaktor gesprochen hast, für mich ist es eben so, dass Tischtennis eine hochkoordinative Sportart ist. Das merkt man relativ früh, ob er in der Lage ist, mit einfachen Anweisungen Rückhand von Rückhand, Vorhand von Vorhand zu spielen. Für mich ist ein weiterer Talentfaktor, dass er eben eine gewisse Grundathletik hat. Das bedeutet also, dass er über diese Schnelligkeit verfügt, dass er einfach auch in der Lage ist, sich zu den Bällen gut zu stellen. Das merkt man auch relativ früh. Und für mich ist eben einfach ganz entscheidend, das ist aber wirklich eine persönliche Sache, dass er in der Lage ist, den Ball mit Spin und mit Geschwindigkeit spielen zu können. Das merkt man einfach, dieses Geschwindigkeitsgefühl, ich kann den Ball beschleunigen und dieses Rotationsgefühl, ich kann den Ball in Drehung setzen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich ihn beschleunige. Eine Rotation muss nicht unbedingt schnell sein. Eine Rotation ist, dass ich den Ball möglichst schnell in Drehung versetze. Und das sind eigentlich so Sachen, die man relativ früh sieht. Also bleib einfach bei dem Linkshänder aus dem Nachbarland, ja, bei einem Timo Boll, ich weiß nicht, ob er da so ein paar Videos gesehen hat, wo er wirklich ganz klein war. Da konnte man relativ schnell sehen, dass er einen ganz, ganz außergewöhnlichen Handgelenkeinsatz gehabt hat. Und das ist das, was ihn heute nach wie vor zu so einem außergewöhnlichen Spieler macht. Wenn ich das in eine Relation setze zu einem Dmitri Ovtcharov, der einen etwas anderen Handgelenkeinsatz hat, nicht ganz so viel Rotation, aber der ist eben auch relativ früh in der Lage gewesen, den Ball nicht unbedingt fest, das kann er mittlerweile auch, aber der relativ schnell spielt. Also wenn man mal jetzt Videos von ihm vom relativ einem jungen Alter gesehen hat, sieht man den Dmitri Ovtcharov, der relativ tischentfernt, nicht tischnah, sondern tischentfernt spielt. Aber wenn der Ball aus seiner Hand kam, aus seinem Schläger kam, war das alles hier, alles in der weißen Linie. Das sind dann immer solche Faktoren, wo man das Gefühl hat, Mensch, der bewegt, der berührt den Ball nur so ganz leicht und der geht unheimlich gut raus, der Ball. Ja? Und mit solchen Faktoren hat man eben eigentlich als Trainer die Möglichkeit zu sagen, okay, der ist in Anführungszeichen talentiert. Ja? Talent ist ja ein ganz, ganz weiter Begriff. Unterm Strich bleibt es aber immer, der talentierteste Spieler wird nicht ganz nach vorne kommen, wenn er nicht das Training ausübt.